in die Kabine kamst und hast mit Kuan gesprochen. Er hat dich genau verstanden. Obwohl ich Deutsch gesprochen habe, hast du gemerkt, Kuan versteht, was ich sage. Er konnte es nicht sprechen, die Sprache, aber er hat Deutsch sehr schnell verstanden. Deswegen war in der Kabine, waren es immer sehr, sehr schöne Momente, das muss ich sagen. Seine fußballerischen Momente, er hat so viel fantastische Tore geschossen, er hat so viel fantastische Pässe gespielt. Einen Moment rauszupacken ist schwer. Es waren so viele. Vielleicht einen, wir haben gegen Mainz gespielt zu Hause. Es stand 0-0, meine ich, und war ein sehr, sehr kompliziertes Spiel. Und der Torwart von Mainz schlägt den Ball raus. Kuan kommt ungefähr an der Auslinie zum Ball, an den Ball. Man schießt ihn direkt in einen hohen Bogen ins Tor, wo jeder sagt, wie geht das? Und das war aber Kuan Araújos Qualität, dass er wirklich mit seinen technischen Fähigkeiten solche Tore schießen konnte. Und dafür gab es eine große Partie. Ist der Torwart genau hier? Das war hier gestartet. War hier. Auf der Nordkurve, also zu unseren Fans schon auf dieser Seite. Genau. Das war ein brillantes Tor. Genau. So, am Ende.